Also wir sind hier für den Talk von Kaffeeriechern, Abtrittfahrern und Fischbeinabreißern mit Michaela Fieser. Fast. Abtrittanbieter und Fischbeinabreißer. Beruf aus vergangenen Zeiten. Michaela Fieser ist Autorin, Bloggerin und Radiomensch. Hat da schon beim Deutschlandradio Features gehalten. Hat eine sehr interessante Geschichte, war in einem japanischen Kloster, hat da ganz viele tolle Sachen gemacht. Und ich würde sagen, erstmal eine Runde Applaus für Sie und wir fangen dann direkt danach an. So, habt Sie vorgestellt, jetzt überlasse ich dir das Feld. Okay. Ich erzähle mal ganz kurz noch ein bisschen zu mir, weil mein Lebenslauf so ein bisschen, sagen wir mal, schräg ist. Ich habe einen Highschool-Abschluss in Amerika gemacht, damals in Science Fiction. Und habe dann in London Japanologie und asiatische Kunstgeschichte studiert und fand das dann so spannend. Ich dachte, wenn man westliche Kunstgeschichte macht, dann muss man das Christentum verstehen, weil das ja immer wieder vorkommt. Und deshalb dachte ich, in der japanischen Kunstgeschichte kommt dieser Buddhismus immer vor. Also wenn ich diese Kunst verstehen will, muss ich auch diesen Buddhismus verstehen. Und habe dann damals ein Kloster gefunden, das mich aufgenommen hat für ein Jahr, wo ich dann Schwertkampf und Kalligrafie und Blumenstecken und Teezeremonie und all die Dinge gelernt habe, ein Jahr lang. Blieb dann länger in Japan, habe dort über die Bergasketen geforscht, hatte ein Stipendium an der Uni, habe dann gearbeitet für, damals kam Broadband gerade auf, habe dort neue Inhalte entwickelt, hatte dann ein Team, das in LA, Tokio, London gearbeitet hat. Und dann kam ein radikaler Bruch, dann habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's mit Japan, ich muss zurück nach Deutschland. Und bin dann mit dem VW-Bus 6 Monate durchs Land gefahren, um Orte zu suchen, die keiner kennt. Und habe dann damit fing dann quasi meine Karriere als Schriftstellerin an. Und ich erzähle das jetzt einfach, weil in meiner Arbeit geht es mir immer darum, Dinge echt zu erleben oder echte Dokumente zu haben. Diese Recherche ist mir ganz, ganz wichtig in allem. Ne? Ich fange jetzt mal an hier mit, und mir ist gerade aufgefallen, als ich oben wartete, bis die anderen fertig sind. Es geht ja hier heute um Arbeitswelten. Das ist hier, fand ich ganz lustig, hier ist der Panikknopf. Also falls hier Panik auslöst, kann man hier draufdrücken. Und da geht die Beleuchtung an. Oben gibt es noch eine Pausenklingel, noch ein schönes altes Telefon. Das sind so Artefakte, die wird es bald nicht mehr geben. Darum geht es jetzt ja in meinem Talk. Es geht um die Poetics of Work von Kaffeeriechern, Abtrittanbietern und Fischbeinreißern. Das heißt, es ist der Titel von einem Buch, das habe ich zusammen mit der wunderbaren Illustratorin Irmela Schautz gemacht, wo wir Berufe gesucht haben, wo man selbst am Namen heute nicht mehr erkennen kann, was es für Berufe sind. Ne, also Kaffeeriecher hat, dazu komme ich später noch, aber es hat nichts mit Barista zu tun. Fischbeinreißer, ja, Fische haben ja keine Beine. Was ist das also? Und ich habe dann danach noch 2 andere Bücher gemacht über das Thema Arbeit. Eins mit dem preußischen Kulturbesitz beide mit dem preußischen Kulturbesitz. Und zwar haben die mich in ihre Archive gelassen und dort ihre alten Fotografien rausholen lassen. Und die hatten dann zum Teil, waren diese Fotografien in Berlin-Charlottenburg in einer alten Offizierskegelbahn im Keller. Also sie waren ganz ungewöhnliche Orte. Aussterbende Arbeit. Der Anthropologe David Graeber hat schon von den Bullshit-Jobs gesprochen. Ich habe jetzt im Guardian eine Liste gefunden von Jobs, die bald aussterben werden. Die haben eine Reihe von 704 Jobs aufgelistet. Ich als Autorin bin auf Platz 123, also relativ sicher. Am sichersten ist der Recreational Therapist. Das ist jemand, der sich mit Leuten beschäftigt, die zurück ins Leben holt durch Basteln und so. Und ganz schlimm ist, also ganz schlimm sind Data Entry Keyers, Library Technicians, New Account Clerks. Das sind also alles Jobs, die bald verschwinden werden. Aber ich gehe jetzt mal zurück hier zum alten Handwerk. Das ist ein Bild aus einem Buch von 1880.
wo verschiedene Handwerksberufe aufgelistet wurden. Und der Verleger damals, Winkelmann und Söhne, hat dieses Buch gleich auf Französisch und Englisch und Deutsch rausgebracht. Und das ist jetzt die Klempnerei. Und ich wollte so ein bisschen auf die Arbeitsatmosphäre eingehen. Also sie sitzen da alle zusammen in diesem Raum. Da ist ein Vogelkäfig, der singt dann. Das ist dann also, den kann man dann füttern und über den Vogel reden. Die Frau kommt rein, hat so ein Sieb in der Hand, der noch bearbeitet werden muss. Tee wird gekocht. Da ist ein ganz junger Lehrling, der alte Meister. Und ist eigentlich ganz heimelig. Ne? Und zwar ist es von 1880. Und das ist auf Französisch und Englisch, weil das damals eben auch in England und Frankreich so eine Klempnerwerkstatt ganz genauso aussah. Und das ist jetzt nochmal 100 Jahre zurück, wieder eine Klempnerwerkstatt. Und ist eigentlich genau das Gleiche. Also sie sitzen auch zusammen, auch die Frau ist wieder mit im Raum. Männer verschiedenen Alters, der Ofen und so weiter. Und dann gehe ich jetzt vor. 1925, auch damals noch, eine Klempnerwerkstatt, fotografiert von einem Kraus, über den ist nichts mehr bekannt, weil zu dem Zeitpunkt waren auch Fotografen noch Handwerker. Man sieht, es ist auch wieder die Frau mit dabei, der Ofen. Aber ich brauche das wohl kaum dazu zu sagen, dass es heute ganz anders aussieht in der Klempnerwerkstatt. Ne? Und eigentlich, wie mit fast allen Berufen, also das geht mir so mit allen meinen Freunden, ob die jetzt Musik machen, ob die schreiben, ob die programmieren, das ist eigentlich alles immer nur auf diesem Computer. Und diese ganzen Atmosphären fehlen. In diesem Buch geht es dann um, ne, das sind alles Fotografien bis 45, weil dann nach dem Krieg gab es einen großen Bruch, da ist das alles verschwunden, die Industrialisierung hat dann ganz stark angefangen. Das ist jetzt spannend, dieses Bild, weil es von dem Willi Römer ist und der war selbst aus einer Handwerkerfamilie in Berlin in der Torstraße, ist er bei Schneidern aufgewachsen, seine Eltern waren Schneider und der hatte halt dieses Know-how, wie er mit diesen anderen Handwerkern sprechen muss, wie er da reinkommt, ob er da mal eine Stulle mitbringt. Der hatte auch das Vokabular und ist einfach reingelassen. Aber Handwerk ist ja auch noch, das ist dann die Abisag Tüllmann, die hat dann, der 36 ist die geboren und hat erst eine Tischlereilehre gemacht und ist dann zur Fotografie erst gekommen. Die hat andere Berufe fotografiert, die eben auch noch so ganz handwerklich waren. Ne? Und das ist also das Zählen in der Bank von Geldscheinen. Das ist wieder ein Bild von dem Willi Römer, wo man auch sieht, wie wichtig es ist, einen Lehrling zu haben, weil der dann da reinpasst in diese Turmuhr zum Reparieren. Das ist also, hat auch einen Sinn. Und der Willi Römer ist dann auch gerne rausgegangen und hat die Handwerker nicht im Kämmerchen fotografiert, sondern ist auch raus in die Stadt, ist auf die Dächer von Berlin gegangen und hat die Schornsteinfeger fotografiert, was die gemacht haben. Und ich möchte jetzt noch ein Bild zeigen von einem Zeitgenossen von ihm, das ist der Seidenstücker, das war der Flaneur der Fotografen damals. Also ich gehe nochmal zurück. Also Willi Römer hat so die während der Arbeit gemacht und der Seidenstücker hat dann schon angefangen, das ästhetisch wahrzunehmen, ne? Dieses Schwarz-Weiß und diese Formeln und Schatten. Man sieht es hier nochmal oben das Bild von Willi Römer, ist einer, der diese Pantinen macht. Und hier beim Seidenstücker, da haben sie die dann tatsächlich an, die Arbeiter. Ich finde, die erzählen wahnsinnig viel, diese Bilder. Und auch das ist Handarbeit, Handwerk. Ne? Das ist dieser Kabelsalat, den man sich niemanden wünscht. und da ging damals, als ich das Buch gemacht habe, der Gedanke zurück, was ist denn Handwerk? Und bei den alten Griechen war es so, der Homer hat geschrieben, Muse mit heller Stimme, Hephaistos, das war ja der Schmied, dem ruhmvollen Denkerpreis im Lied, mit Athene, der eulenäugigen Göttin, lehrte er herrliche Werke, die Menschen auf Erden, die früher hausten wie Tiere in Höhlen der Berge. Doch jetzt in der Lehre jenes ruhmreichen Künstlers Hephaistos lernten sie schaffen, bringen sie leicht ihre Zeit dahin bis zum Ende des Jahres, leben in Ruhe und Frieden in ihren eigenen Häusern. Also es geht darum, dass der Handwerker verantwortlich war, die Menschen
aus den Höhlen herauszuholen und die Zivilisation zu schaffen. Alles, was wir heute um uns herum haben, ist von jemandem erdacht, erschaffen worden. Das war, ist also die große Leistung. Und Homer sagt es aber auch, dass der Handwerker, hat die genannt Demio Ergos, öffentlich und produktiv. Und es waren alle, die nicht Sklaven waren oder adlig, alles dazwischen. Chirurgen, Arbeiter, das waren alles Handwerker, die eben unsere Zivilisation erschaffen haben. Und jetzt kommt eben der David Graeber, den ihr vielleicht kennt aus der Occupy-Bewegung, der sagt so, wir sind jetzt in einem Zeitalter angekommen, wo es wahnsinnig viele Bullshit-Jobs gibt. Also Jobs administrativ, bürokrativ, aber auch prekäre wie Pizza-Service, Putzdienst und so weiter. Jobs, die keiner machen möchte. Und da möchte ich jetzt ein bisschen Jobs zeigen, die es früher gab, die Bullshit-Jobs waren. Und jetzt also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, der Abtrittanbieter. Da lese ich mal ganz kurz vor, was Casanova gesagt hat. Casanova berichtete: Wir setzten unseren Spaziergang fort, ohne ein bestimmtes Ziel zu haben, und sprachen von Literatur und allerlei Gebräuchen. Plötzlich bemerkte ich in der Nähe von Buckingham House zu meiner Linken im Gebüsch 5 oder 6 Personen, die ein dringendes Bedürfnis verrichteten und dabei den Vorübergehenden den Hintern zukehrten. Also wir hatten eine Situation in Europa, 16., 17. bis 18. Jahrhundert, wo es keine öffentlichen Toiletten gab. Also es gab zu Zeiten in Rom gab es 116, ich habe es mir aufgeschrieben, 144 Latrinen und 116 Pissstände. Aber das ist alles verloren gegangen. Und gerade im 16. Jahrhundert ist man wirtschaftlich beweglicher geworden, musste von Ort zu Ort reisen, und da war natürlich auch dieses Bedürfnis erledigen ein starkes. Und so taucht eben der Abtrittanbieter auf, der ist dann auf Messen, der wäre dann auch hier im Kongresszentrum wahrscheinlich rumgelaufen. Der hatte dann so einen Eimer dabei und Ledermäntel, und dann konnte man sich da draufsetzen und seine Notdurft verrichten. Weil ansonsten hat man sich damals tatsächlich ganz unmöglicher Dinge bedient. Also ich war in der Raritätenbibliothek und so weiter. Also das sind Leute, die haben sich eine Kutsche anhalten lassen, sind mit der einmal ums Carré gefahren und dann wieder ausgestiegen und fühlten sich besser. Genau. Erst im 19. Jahrhundert kamen dann diese öffentlichen Toiletten wieder auf in Europa. Und dann Café Achteck hießen die dann, oder der Madai-Tempel. Und das waren gusseiserne Strukturen, so achteckig, die man dann auch bewegen konnte, weil das natürlich auch eine Belästigung war für die Leute, die an den Plätzen wohnten, wo diese Toiletten waren. Ne? Dann wurden die also immer bewegt. So. Als nächstes habe ich den Fulonen. Der Fulone ist jemand, der das Urin aufsammelt und das Urin dann gärt. Das wird dann zu Ammoniak und wird dann ein tolles Putzmittel. Die waren ganz wichtig im alten Rom, denn im alten Rom sagte man, jemand ist Lautus, das ist ein Römer ist ein Lautus, ein guter Römer, wenn er, und Lautus heißt gut gewaschen. Das heißt, diese weiße Toga war ganz, ganz wichtig, gerade diese Senatoren, dass sie diese weißen Togen trugen. Und diese weißen Togen gab es eben nur aus dem Grund, dass es diese Fulonen gab. Diese Männer und Frauen, die hatten dann tatsächlich, hatte ich ja schon erwähnt, in der ganzen Stadt verschiedene Latrinen, die sie immer geleert haben, aber die hatten auch Amphoren, die sie aufgestellt hatten, auch beim Senat. Da haben sie dann auch oben den Kopf abgebrochen, dass man besser reinpinkeln konnte, und haben die dann eingesammelt. Und man sagte dann zum Beispiel auch, ein Senator sei non valet lotion suum, das heißt seines Urins nicht würdig, weil es war bekannt, dass wenn man Wein getrunken hat, war das Urin nicht so gut, wie wenn man anderes getrunken hat. So. Und es wurde dann, ist auch so eine Sache, die dann später, also die Folonen haben dann das gesammelt und haben dann darin gewalkt, und dadurch wurden die Weißdetogen. Die waren in Karthago und so am Rande der Stadt. In Italien waren sie eher in der Stadt, weil es dort nicht so gestunken hat, weil die Temperaturen anders waren. Das ging dann so weit, dass man dann, also das Fulon gab es dann auch zur Zeit, als
Paris umgebaut wurde. Und da hatte man dann damals schon, hatte man für ganz viel Geld Straßenkehrer eingesetzt, die die Straßen reinigen. Und hat denen dann aber ein paar Jahre später wieder viel Geld gegeben, dass man die menschlichen Fäkalien wieder einsammeln konnte und daraus Ammoniak gewinnen. Das ist immer so ein Hin und Her. Und man wusste auch, dass der Urin aus armen Mietshäusern in Mailand zum Beispiel viel besser war als der Urin aus den reichen Gegenden, weil die eine ganz andere Nährung hatten. Die waren dann stickstoffhaltiger. So. Jetzt geht's weiter zum Kaffeeriecher. Da muss man ein bisschen aufholen. Kaffee gab es ja nicht schon ewig. Kaffee kam auf, als die Türken Wien belagert haben, und nach der Belagerung fand man halt diese ganzen Säcke mit Kaffeebohnen, und es dauerte dann auch eine Weile, bis man wusste, wie man den brauen muss, diesen Kaffee, und mit Sahne und Zucker anrichten. Dann wurden auch die ersten Cafés eröffnet und man merkte, ah, der macht einen wachen Geist, das ist toll. Und wurde sehr, sehr schnell dann zum Luxusgut. Das heißt, er wurde mit 150% seines Kaufpreises besteuert. Das heißt, eine Kanne Kaffee, den Kaffee zu kochen, musste man mit Steuern so viel zahlen, wie eine Spinnerin an einem Tag verdient hat. Und es ist halt immer so bei Waren, wissen wir ja alle, die von allen gewollt werden, die aber klein sind, wie Kaffeebohnen, wenn die ja nicht geröstet sind, sondern noch grün, dann riechen die ja nicht. Die konnte man überall mit sich schmuggeln. Und der Kaffeeschmuggel, gerade in Berlin, war unglaublich. Der wurde wirklich, der kam einfach rein in die Stadt. Und der König wollte was dagegen tun und hat dann gedacht, okay, da setze ich doch diese alten Kriegsveteranen ein, und dann hat dann 400 Veteranen ausgebildet, die zu jedem nach Hause gehen durften und dort schnuppern konnten, ob die Leute gerade Kaffee hatten. Und wenn sie keine Besteuerungsurkunde hatten, konnten die verhaften. Und es ist so ein bisschen, ich meine, wir werden ja heute auch überwacht, aber heute merkt man es nicht. Aber die Typen, die waren so schlimm, weil man muss sich vorstellen, es waren halt Kriegsveteranen, die hatten, das waren halt rohe Kerle, und die kamen dann halt einfach nach Hause und dann haben das Haus umgekrempelt. Ich habe da mal noch ein Zitat von einer Frau. Nee, aber Schnüffeln ist sehr gut, es passt. Ja. Moment. So. Hier. Das hat also eine Frau dann geschrieben. Man stelle sich die Aufregung vor, als ich mit meinen Freundinnen bei Tische saß, die Tür aufgerissen wurde, drei uniformierte Männer in die Stube stürmten, unsere Tassen inspizierten und die Küche auf den Kopf stellten. Zu meinem Glück wurde an diesem Nachmittag nur Tee serviert. Und die Kaffeeriecher, die waren so verhasst, dass die nach 8 Jahren abgeschafft wurden. Da ist wirklich das Volk ist auf die Barrikaden gestiegen. Und denke ich mir manchmal, das wäre nicht schlecht, wenn es heute auch so wäre. Ja. Es gab dann tatsächlich nur noch einen Beruf, der verhasster war, das war der Perückenriecher oder Schnüffler, der dann Leuten die Perücke abreißen konnte und da gucken, ob die diesen Zettel drin hatte. Der Sandmann ist jetzt einer dieser Berufe, dieser Bullshit-Jobs, dieser Scheiß-Jobs, die so furchtbar waren, dass ich tatsächlich Probleme hatte, darüber irgendwas zu finden. Es gab in keinem Archiv irgendwas, da musste ich tatsächlich detektivisch rangehen. Und es war dank dieser Deutschlandreise, die ich damals gemacht habe im VW-Bus, da bin ich an einen Ort gekommen, wo es Sandsteinhöhlen gab. Und da hatte ich zum ersten Mal von diesen Sandmännern gehört. Und zwar waren Sandmänner, man brauchte damals, um die guten Stuben zu reinigen, hat man so ein bisschen Sand überall ausgestreut auf dem Holzboden und dann zusammengefegt. Und indem man dann diesen Sand aufgefegt hat, hat man auch diesen ganzen Schmutz mit eingefegt. So. Das war einfach Kehrwoche, so ist ganz, ganz normal. Man hat den Sand auch benutzt für, das hat mir mein Opa auch noch erzählt, für Milchkannen und so. Und die Sandmänner waren halt Menschen, die nach 1845 gab es eine große Kartoffelernten-Krise und da haben ganz viele angefangen, eben diesen Sandstein ab,
zu arbeiten und haben den mit nach Hause genommen und damit mit ihren Familien gerieben. Das heißt, dieser Sand war bei denen zu Hause, die hatten tränende Augen, der Sand war in allen Körperritzen, Öffnungen. Es muss ganz furchtbar gewesen sein. Ich habe auch von einem Arzt noch ein Dokument gefunden, der meint, er hätte von so einem Sandmann die Lunge seziert, die sei ihm fast auseinandergebröselt. Und es gab halt wirklich nichts, die waren so... Das war so ein schrecklicher Job, dass keiner darüber geschrieben hat. Und ich habe dann Aufzeichnungen gefunden, weil ich dann auf einer Deutschlandkarte geguckt habe, die Geologie, wo gibt's Sandstein? Und habe dann dort die ganzen Heimatmuseen angeschrieben, gefragt, habt ihr nicht irgendwas über die Sandmänner? So. Jetzt zum ganz... Also jetzt hatten wir ja die normalen Handwerker, die die Zivilisation aufbauen. Wir hatten die Scheißjobs, die dann auftauchen, wenn es... wenn irgendwo ein Bedürfnis entsteht, dass man erfüllen kann und dadurch eben Brotverdienst hat. Und dann gibt's in Japan, durfte ich dann kennenlernen, einen Ningen Kokuho. Und ein Ningen Kokuho ist ein lebender Nationalschatz. Und das haben die dort, dass die dort Menschen haben, die einfach etwas können, das sonst keiner kann. Das ist dann, kann dann Töpfern sein oder eine bestimmte Art und Weise, Papier herzustellen oder Puppen herzustellen. Und die lernen das von den Meistern. Das ist dann einfach so eine Tradition, die von einem zum anderen weitergereicht wird. Und so ist es, kommt es halt auch, dass in Japan das zum Beispiel Gold gar nicht, oder jedenfalls im traditionellen Sinne, nicht so wertvoll war, wie jetzt eine handgetöpferte Teetasse. Weil Gold ist einfach ein Material. Da hat auch mal ein Teemeister, hat auch einfach mal ein Teehaus in Kyoto gebaut, ist einfach mit Gold überzogen, ratzfatz. Gold sieht schön aus, aber mehr nicht. Er wollte es einfach nur dieses Material zeigen. Aber ansonsten ist diese Kunst, einen Tonklumpen zu nehmen und den zu formen und den zu lackieren, das über Jahrtausende hinweg, ist bei den Japanern viel mehr, viel wertvoller als jetzt so eine Materialität. Und deshalb gibt es dort immer noch diese Ningen Kokuho. Und da wollte ich jetzt nochmal zurückgehen zu... Wir hatten ja vorhin Homer, der gesagt hat, der Handwerker ist produktiv und öffentlich. Platon hat für Handwerker das Wort Poein benutzt, machen, herstellen, und es kommt vom gleichen Wortstamm wie die Poesie, also die Muse dahinter. Das ist so ein bisschen, man soll ja einfach im Blick behalten, was man arbeitet, weil man ja so viel Zeit im Leben damit verbringt. Ja, weil das, wie prägt die Arbeit, mit der wir uns beschäftigen, unser Weltbild? Und da habe ich eben Bilder gefunden, das kennt ihr vielleicht, von Fritz Kahn von 1926. Das war halt zur Hochzeit der Industrialisierung, da hat man sich eben den Menschen als Fabrik vorgestellt. Eigentlich ein schreckliches Bild. Oben geht's rein und dann arbeitet alles und unten kommt es dann raus. Das hier wurde in einem Tempel in Peking gefunden. Das ist eher aus dem daoistischen Weltbild, wo das ist auch wieder der Körper eines Menschen, aber da haben so alle Organe haben eine andere Zuordnung und alle arbeiten zusammen und in Harmonie. Und ein Freund von uns, der Tommy Go, hat das gemacht. Jetzt ist das Neueste, wie der Computer uns sieht. Heute haben wir es also ganz... Tom Ego ist in New York an der Universität, unterrichtet er. Und naja, das ist jetzt quasi so weit sind wir gekommen. Genau. Ich würde jetzt sagen, jetzt haben wir Frage und Antwort. Ich würde euch bitten, Fragen zu stellen, die so gut sind, die zu gut sind, um beantwortet zu werden, dass wir darüber noch nachdenken können. Ich weiß nicht, ob es Fragen gibt. Das war jetzt wirklich nur so ein... Kleine Inspiration. Danke. So, falls es Fragen gibt, bitte an den Mikrofonen aufstellen. Da gibt es Mikrofone, 4 Stück im Saal. Einfach anstellen und ich rufe euch auf. Ja, dann erstmal du. Ich glaube, du hast uns nicht erzählt, was Fischbeinreißer sind. Ach so, wollt ihr es wissen? Gerne. Ja, nachdem ich das am Anfang schon verkackt habe, muss das jetzt raus. Das erzähle ich doch so gerne. Fischbeinreißer. Fischbein ist nichts anderes als die Barten beim Wal. Und das hat, und zwar, Walfang gibt es ja schon lange, aber irgendwann,
ich meine, früher gab es ja keinen Plastik und Materialien hat man ja einfach aus der Natur genommen und irgendwann kam man dann halt darauf, diese Barten vom Wal, so, die sind so lang und beweglich, ne? Und toll, was kann man damit anstellen, ne? Und dann kam man zuerst in Spanien auf die Idee, damit die in Kleider reinzustecken und hat so den Frauen vor allem, aber auch den Männern dann so kubistische Formen gegeben, ne? So mit Korsetten und so raus oder Schnabelschuhe. Und lustigerweise waren die später dann, also das war einer der Gründe, warum der Walfang auch so floriert hat. Die Quäker hatten in Nordamerika, in Nantucket, ihre Walstation, die waren ja ganz, die hatten ja überhaupt nichts mit Mode zu tun, aber das waren die besten Fischbeinreißer. Und der Fischbeinreißer ist halt der, der dann die Barten auseinanderreißt. Ich glaube, die sind so fasrig und die kann man dann so mit einem Messer haut man oben rein und kann man die so auseinanderziehen. Ich stelle mir so haptisch ganz schön vor. Ja. Kommt der Sandmann, also der Sandmann von den Geschichten, auch von dem Sandmann? Hat das irgendeinen Zusammenhang? Ja, hat tatsächlich einen Zusammenhang. E.T.A. Hoffmann hat eine Geschichte geschrieben über einen Sandmann, aber da war es eine Gruselfigur. Und wie man dann diese Gruselfigur der Nachts kommt und weiß nicht, ob der die Kinder holt, ich weiß es nicht mehr. Aber das ist, also der war eine Gruselfigur. ja, der war eine Gruselfigur, weil diese Sandmänner halt so furchtbar aussahen, weil die natürlich den ganzen Tag mit diesem Sand zu tun hatten und halt wirklich unterlaufene rote Augen hatten und wahrscheinlich auch ständig Schmerzen und vielleicht auch eine raue Stimme so. Und wie dann aber dieser Dreh kam zum Sandmann, der dann diesen Traumsand streut, ja, ist mal wieder eine Verdrehung. Also ich sehe keine Fragen mehr, dann einen tollen Applaus für... Ja.